Tierfutterhersteller und Tierärzte im selben Unternehmen? Für amerikanische Großkonzerne kein Widerspruch, wie dieser Werbespot zeigt. In Deutschland erkennt man Tierärzte, die Konzernen gehören, aber nicht sofort, wie hier in Kassel bei Anikura. Aber wer steht denn dahinter? Die Anikura-Kette wurde vor 3 Jahren vom Mars-Konzern gekauft, bekannt durch seine Schokoriegel. Die zweite große Kette, IVC Evidensia, finanziert sich hingegen durch 3 Privatinvestoren, die Investmentfirmen EQT und Silver Lake sowie den Lebensmittelkonzern Nestle. Wir fragen uns, was es mit dem Einstieg der Unternehmen auf sich hat. Für die Konzerne stünde immer das Tierwohl im Vordergrund. Unter Finanzexperten gilt die deutsche Tierarztbranche aber schon länger als lukratives Investment. Geld investieren, Wert steigern, verkaufen. Das könnte ein Problem werden, erzählt uns die Präsidentin der Landestierärztekammer Sabine Tacke. Durchaus kann das auch sein, dass in 10 Jahren die zum Beispiel sagen, okay, wir stoßen das alles wieder ab. Und dann haben wir ein ganz großes Problem, weil dann diese Praxen praktisch gar nicht mehr zu führen sind. Denn das sind inzwischen viele. In Hessen zentrieren sich die Praxen und Kliniken bisher vor allem auf den Süden. Während Anikura inzwischen 8 Praxen in Hessen gekauft hat, besitzt Evidensia 7 Praxen. Mindestens 2 weitere stehen nach unseren Informationen in Nordhessen bereits kurz vor der Übernahme. Deutschlandweit besitzen die Ketten mittlerweile rund 154 Einrichtungen, darunter auch die größte Tierklinik Deutschlands in Hofheim. Deren Verkauf hat 2022 sogar das Bundeskartellamt geprüft. Unproblematisch, so das Ergebnis, es gebe noch genug Konkurrenz. Die Spielregeln auf dem Markt sind trotzdem nicht dieselben, so Tacke. Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass irgendwann diese Ketten, da sie nicht direkt der Berufsordnung unterliegen, aufgrund eben ihrer Struktur, dass die Kollegen gezwungen werden können, in Praxen Dinge einzusetzen, Materialien einzusetzen, die sie vielleicht nicht anwenden würden, aber weil es im Einkauf gesehen billiger ist. Oder zum Beispiel nur eigenes Tierfutter empfehlen. Beim Nestle-Einstieg bei Evidensia klang das so. Nestle investiert, um, Zitat, innovative Tiernahrungslösungen anzubieten. Das würden sie nie anordnen, sagen die Unternehmen auf Nachfrage. Die medizinische Freiheit und auch die Freiheit hinsichtlich der Empfehlungen von Futtermitteln unserer Tierärzte wird nie und in keinster Weise eingeschränkt, sagt Anikura. Die Entscheidung, ob Tiernahrung verkauft werden soll, liegt in der Verantwortung der Praxen und Kliniken, erklärt Evidensia. Doch Berufsordnung hin oder her, die herkömmliche Branche hat ein großes Nachfolgeproblem. Junge Tierärzte wollen sich heute lieber anstellen lassen, als sich selbstständig zu machen. Mehrmals haben wir versucht, mit Praxen von Anikura und Evidensia zu drehen. Leider hat das nicht geklappt. Wir könnten ja auch kritisch Bericht erstatten, hieß es. Am Telefon erzählen uns mehrere Praxisleiter, dass sich gerade Organisation und Arbeitsschutz seit dem Einstieg der Konzerne verbessert hätten. Teure Geräte könnten angeschafft und Fortbildungen ermöglicht werden. Die Tiermedizin befindet sich also in einem Wandel, auch in Hessen. Und solange sich auch die großen Ketten an die Regeln halten, könnten sie sogar eine Lösung für die Probleme der Branche darstellen.